Das Kambodscha meines Vaters kannte ich nur aus Gewächshäusern in botanischen Gärten. Über seine Heimat sprach mein Vater nicht. Ich hatte mit dem Land nichts zu tun. Ich sprach die Sprache nicht und kannte außer ihm keine weiteren Kambodschaner. Am Ende seines Lebens wünschte er sich, in seiner Heimat begraben zu werden. Bei fremden Verwandten. Fragen nach meinen Wurzeln machten mich sprachlos. Was hatte meinen Vater sprachlos gemacht, wenn es um Kambodscha ging?